Ja, ne, ich habe meine Kabellage noch nie ordentlich verteut. Ich glaube, würde ja sagen, du kriegst ein Kind, bevor deine Kabellage ordentlich verteut ist. Nee, mein Vater hat mir bloß noch nie mein Tremel okay. gegeben. Ich will dir einen Kuss geben. Darf ich dich küssen, wenn du... Ja. Darf ich dich wenigstens küssen, wenn du... Ah, komm her! Ja, er sagt jetzt heute, er braucht Zeit für sich, er geht spazieren. Aber ich wollte ihm noch einen Abschiedskuss geben. Also, wenn er schon den ganzen Tag nicht da ist, dann will ich wenigstens ein bisschen mit ihm rumknutschen. Brauche ich auch nicht heiraten, wenn ich dann knutschen kann. Es ist halt weder Vögel noch knutschen, auch verheiratet sein. Das ist die maximale Hölle. Ja, eben. Also, vor allen Dingen, wenn du... Sag mal, du hast eine... Ich hatte das tatsächlich mal im Bekanntenkreis. Sie haben seit 3 oder 4 Jahren keinen Sex mehr. Oder hatten keinen mehr. Mittlerweile sind sie getrennt. Warum aber nur? Dann, aber dann eine geschlossene Beziehung, ne? Also keiner irgendwie durfte außerhalb und der Kerl war mega frustriert. Also 3 Jahre treu bleiben, ohne Sex zu haben, ist halt schon verdammt bitter. So. Das ist auch ganz schön fies. Welcher Rabe wurde noch nie öffentlich genannt? Lumis, oder? Was? Lumi heißt Lena. Dankeschön. Fürs Outen. Das ist wirklich ein Problem. Nö, ist es nicht. Ich hab's auch schon öffentlich gesagt, tatsächlich. Wir müssen einfach Lumi jetzt immer Lena nennen, ab sofort. Ach, Lena, komm mal her. Ich höre darauf gar nicht, wenn ich zocke. Am besten irgendwie. Noch Lana. Das Gegenteil. Also, wenn du Lana andersrum sprichst, wirst du. Und ich dachte, sie spuckt einfach, deswegen Lana. Letztes Jahr hatte ich tatsächlich jemanden getroffen, mit dem ich auch jahrelang YouTube gemacht habe, und der hat mich auch den ganzen Tag nur Lumi genannt. Ich spreche darauf echt an. Ich dachte, Lana. So ist das, Lena. Das Gemeine ist halt, dass auch beides mit L anfängt und man dann so daran gewohnt ist, dass. Ich finde, Lumi klingt halt auch wie ein richtiger Name, deswegen mag ich den nicht genommen. Lena. Ich weiß das nicht. Lena, sag mal Lana andersrum. Ich bin 12 und ich hab einen Witz gemacht. Da gab's mal einen Film vom Schweighöfer. Da hat er irgendwie. Der Schweighöfer ist natürlich auch die Instanz für gute Witze. Ja, nee, da hat er einen Vibe kennengelernt und da hat die gesagt so, hier ist meine Nummer. Mein Namen kannst du ganz einfach merken. Mein Namen einfach andersrum. Meinen Namen kannst du ganz einfach merken, meinen Namen einfach andersrum, ergibt keinen Sinn. Ja, die naja, hat einen doch, Zettel mitgegeben, mit wo Lana drauf stand. Ja, aber das wenn ist doch... Lana! Mein Name andersrum. Ist ganz einfach zu merken, mein Name andersrum ist, ergibt keinen Sinn, weil das wäre, das ist dann falsch. Der Name andersrum, rückwärts ist falsch als Name. Ach, bin da doch nicht so bekannt, jeder weiß, was er damit sagen will. Du bist gerade versucht, nein, Xeli, nicht aufs TS kommen. Auch zumindest noch nicht, auch wenn du den schon kennst. Xeli ist derjenige, der über meinen Eisprung geredet hat, ich bin mir ziemlich sicher. Ich kenn dich, Junge. Xeli, niemand über deinen Eisprung reden. Du redest die ganze Zeit von einem Eisprung. Ja. Keiner will ja, wissen, wann du einen Eisprung hast. Sag außer du selber. Arzt. Wenn ich nie zu Wort komme. Was? Du kannst einfach drüber reden. Einfach lauter reden. Also du hast heute schon viel geredet, bist heute gut zu Wort gekommen bis jetzt, ja? Du hast ganz viel über irgendwelche Hardstyle-Hardcore-Events gesprochen. Ja, weil ich gefragt worden bin. Ja, jetzt rausreden. Das ja, mal gerne. Ich rede mich immer gerne raus, das ist meine Stärke. Ja, merkt man schon. Oh, ich habe eine Sequenz. Oh mein Gott, ich habe schon seit Jahren keine Sequenz mehr. Mit wem? Seit Jahren. Ich mache ja noch nichts anderes mehr als Sachen bauen. Und oder ficken. Die Klingel ist an, ja. Musst du eigentlich auch hören. Du hast mich erwischt. Wer stalkt hier hinter so einem Busch? Ich glaube, ich schenke mir mal den Leuten ein bisschen was zu essen. Ich wollte heute Emily um eine Verabredung bitten. Ach so, ich die war an Sequenz. Ihrer Tür und alles, aber dann habe ich sie kommen gehört und bin in diesen Busch gesprungen. Jetzt warte ich, bis sie mit Caroline fertig geredet hat, damit ich mich wieder in mein Haus schleichen kann. Oh Gott. Felix, hör auf, die Behälter ja. zu durchsuchen. Ja, hast du gerade gesagt, du würdest nie wieder deine Werkzeuge verbessern lassen, wenn ich sie nicht frage? Ich habe eine Joja-Cola im Müll gefunden. Du musst schon älter sein. Okay, ich mache es. Lumin-Bösewicht, das wussten wir alle schon. Ich muss mich nur an den Rat erinnern, den du mir in der Kneipe gegeben hast. Da ist noch jemand. Guck mal. Der will doch bestimmt auch Essen haben. Mal gucken, ob mein Rat funktioniert. Sehr schön. Emily. Entschuldige, Caroline. Könntest du mich kurz entschuldigen?
Projektil, ich habe dir letztens, glaube ich, einen anderen TS gegeben als den, wo wir jetzt drauf sind, wenn ich mich nicht komplett irre. Ja, Clint? Ich habe mich nur gefragt, ob du morgen lecker, was zu essen. Ich habe 2 Tickets für den Grappleton-Karneval morgen. Würdest du mit mir hingehen? Nein. Okay, du hast klar, schon beide. Clint, okay. Das klingt lustig. Pizza ist da. Weg, Pizza. Ich denke, es gibt keine Pizza. Fällt gerade so auf, uns fehlt noch eine Mühle, ne? Wollen wir die nicht mal irgendwann errichten? Wozu? Damit wir bald aufhören? Damit wir eine Mühle haben. Ja, wir können wenn wir uns leisten können, dann schlagen wir zu. Können wir uns 500 mal leisten? Ich habe nur das Zeug gerade nicht mitgenommen. Also wirklich, können wir uns locker flockig leisten. Kristallpfadrezept. Ha. Dann kann man Kristallpfad bauen. Hol ich mir mal. Oder Trittsteine. Trittsteine auch? Dann hol ich halt Trittsteine. Ja, hol mal das. Futter. Ja, Lumi ist direkt weg mit zum Futtern. Komplett verschwunden. Die kommt wahrscheinlich auch die nächste halbe Stunde nicht mehr wieder. Wenn Lumi Essen sieht, da kriegt die so Augen. Und dann... Weg damit. Boah, ist ja gar nicht zu Hause. Ich glaube, da haben sich gerade 2 gefunden. Wieso? Naja, Son of Hell und Chris. Das ist doch viel Lumi. Lumi feedet sonst immer nur andere. Bei Dota. Stimmt's, Lumi? Lumi ist gerade noch am Essen begehren. Das macht ja irgendwie alles kaputt. Die reißt, glaube ich, gleich den Tisch ab. Ja, wenn sie sich draufsetzen. Ey, so schwer ist er nicht, ja. Hast du jetzt gesagt? Du hast es angedeutet, dass da irgendwie Sachen kaputt gehen. Ja. Das darf Fido mich gar nicht an. Das... So. Hier ist ja nichts. Also die Pizza schmeckt echt super, Chris. Du kannst die halt echt dabei essen? Ja. Ich kann das irgendwie nicht. Ich mache auch nicht so wirklich viel. Also ich warte eigentlich bloß, dass die rote Beete fertig werden. Felix, wie findest du eigentlich das aktuelle Wetter? Wo? Sonnig, finde ich gut. Hier mal häuslich ein. Also jetzt Real Life oder? Ja, ja, natürlich. Über das Spielwetter müssen wir nicht reden, glaube ich. Real Life ist mir ziemlich egal, da ich ja die ganze Zeit in fensterlosen Räumen abhängen muss. Arbeit. Ja, aber du hast ja trotzdem mal ein bisschen Zeit, wo du draußen bist. Hä? Draußen? Dann müsste ich mich komplett umziehen. Nein, lass mal. Ich meine nicht auf Arbeit, sondern nach oder vor der Arbeit oder an Tagen, wo du frei hast. Oder ist das meist kühl? Also ich habe. Alter Lumi! Mute dich doch mal, wenn du Sachen auspackst. Das ist übel laut. Entschuldigung, ich bin ewig weit weg vom Mikro mit dem. Das ist richtig laut. Also richtig laut, nee, aber es ist laut. Es ist lauter als Felix seine Stimme. Ich glaube, damit haben wir ein Problem. Chris, die werde ich weiter verschenken. Das sind nämlich Krabbenchips. Was, und warum haben wir damit ein Problem? Weil da tatsächlich Krabben drin sind. Die schmecken nicht nur so. Also in den meisten ist irgendwas vom Fisch auch drin. Es ist aber mit vegan schwierig, ja. Das ist sogar mit vegetarisch schwierig, weil das halt nicht Krabbenabfall ist, sondern jetzt, halt echt. Ich hätte jetzt einen richtig bösen Witz, aber ich lasse es mal überstecken. Mach dir nichts draus, Chris. Ich habe das auch lange nicht gewusst. Ich dachte immer, das wäre eh nur so Aromakram, aber es ist tatsächlich wahr. Aber das sieht nach was Chinesischem aus. Nee, alles gut. Ich hab einen bösen Witz, aber ich lasse mal lieber stecken. Kira, Lumi. Was? Lena. Was ist mit mir? Du gesagt, kriegst einen Witz nicht erzählt. Will ich gar nicht wissen. Ich bedanke mich erstmal für das chinesische Essen. Sau geil. Das ist nämlich echt falsch, da ist Krabbenöl drin. Hat Celi geschrieben. Aber es ist halt auch aus Krabbe. Also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was man auspresst bei der Krabbe, was da Öl rauskommt. Also ich habe gelesen, ich habe mal welche in einem Laden gekauft und da stand dann wirklich irgendwie Krabbe 10%, keine Ahnung. Auf der Verpackung irgendwie sowas, Krabbe. Keine Ahnung, mir ist es egal. Also jetzt nicht irgendwie ein Aromastoff. Bei Krabbe, keine Ahnung.
Also muss ich in Zukunft bloß noch bei meinem Schwanz Eiweiß 50% hinschreiben? Darf ich jetzt ganz kurz die Sequenz noch fertig lesen, bevor wir eklige Witze machen? Sie kommt wieder zu spät ins Bett. Wirklich? Okay, ich hol dich um 5 ab. Okay, man sieht sich morgen. Tolles, toller Dialog. Lumi, jetzt bräuchte ich mein neues Emote. Das wäre ziemlich passend. Zu dem, was Felix erzählt hat, ja. Hast du das gesehen? Ich hab morgen Nacht ein Date. MS-Niveau, wir sinken. Das ist nicht mehr MS-Niveau, das ist MS-Nivea, wir sinken, ja. Oh Mann, ich bin so nervös. Mir geht es einfach. Also. Wie viel Uhr haben wir? 20 Uhr? Das ist spät genug, um mit gutem Gewissen ins Bett zu gehen, damit ich habe übrigens die Frage gekriegt von meiner geschätzten Dame, ob wir ein Kind haben wollen. Nur mal so. Also ich bin so gut wie bereit. Ja, blöd. Ja. Bereit? Nachdem ich zweimal relativ früh schlafen gegangen bin, tatsächlich. Dann gehe ich jetzt nochmal relativ früh schlafen. Hast du sie angesprochen vorher? Nee, wir sind einfach schlafen gegangen und dann beim Schlaf hatte ich zwischendurch die Frage. Also wo es dunkel geworden war. Zwischendurch deinen Text? Ja, ich lese es. Kind in Produktion, ja. Ohne Scheiß hier. Kind ist in Produktion. Ich bin im Plan, ja. Danke, Chris, für das Subgeschenk an den lieben Felix. Und weißt du, was das Geile daran ist? Jetzt kann ich 3 Emotes machen für alle Subscriber. Das zweite habe ich nämlich heute schon versucht, dann mach mal. Tier 2 runter zu machen auf Tier 1, aber das hat, glaube ich, Twitch noch nicht gemacht. Nee, Twitch braucht da 24 Stunden. Ja. Ungefähr. Ja, eigentlich gibt es schon 2, aber das zweite habe ich das Lumilove habe ich jetzt umgeändert von Tier 2 auf Tier 1, aber ich glaube, das funktioniert noch nicht. Das habe ich heute Mittag erst gemacht, da braucht Twitch immer ein bisschen. Ist genau. Zumindest selten, dass es schneller als 4 oder deutlich schneller als 24 Stunden blöd, geht. Weil die haben das ja eigentlich schon akzeptiert als 4-2-Sub und dass man das dann nicht nochmal umschieben kann. Also. Naja, dass du es neu submitten musst, ohne wirklich sagen kann, ich will einfach bloß die Position ändern, das ist echt doof. Da haben sie auch nicht so richtig gut drüber nachgedacht, so gut. So gut. Gerade wenn du. Was ich übrigens auch nicht ganz verstehe, ist, warum gibt es eigentlich nur ein Tier 2 und ein Tier 3 Emote bei allen? Das ist so albern, ne? Also das Doppelte an Geld bezahlt für genau ein Emote. Ja, vor allem macht dann noch weniger Sinn, wenn du dann länger oder wenn du ein relativ erfolgreicher Partner bist, wo du irgendwie 25 Tier 1 Emote hast und kriegst du ein Tier 2 Emote. Ich bin so, aha, yes. Also toll. Dann muss man irgendwie doppelt so viele machen oder keine Ahnung was. Das müsste sich halt auch irgendwie steigern mit der Zeit, bin ich der Meinung. Ja, halt einfach mit dem blöden Tier 1, Tier 2, Tier 3. Also. Hat halt mal ein CEO gesagt, hier, wir müssen irgendwie die Tier 3 Subs verkaufen. Probiert mal mit Lumida Love aus. Also Love mit dem L groß geschrieben. Ihr könnt einfach rechts unten das Emote-Menü aufmachen, wenn es da nicht zu sehen ist, dann ist es nicht drin. Oh, sehr geil. Werbeaktion war halt 4,99 und nicht, was? 4,99 und nicht 24,99? Lumida Love gibt's nicht. Ist Lumida Love wohl der Lebenspreis, oder? Okay, dann gibt's es noch nicht. Alter Felix! Ich dachte, ich dachte, wir hatten dich besser erzogen. Ja, aber das musst ja. Bis jetzt war es langsam am Sinken und du hast es gerade voll Nosedive into Unendlichkeit der Tiefe gemacht, ey. Ja, scheinbar geht's nicht. Schade. Boah, aua. Sehr, sehr, sehr gut. Lumi happy. Lila Schleim tut weh. Oh, der kriegt nicht mal was, dafür, dass ich den besiegt habe. Wer zweideutig denkt, hat eindeutig mehr Spaß. Was? Und nicht 24 sind Leute eher. Was? Hä? Ja, okay, 5 Euro ist halt weniger als 25, ja, aber was hat denn das mit. Achso, du meinst, dass es mehr Emotes auf der ersten Stufe gibt? Schmeckt. Ja, aber trotzdem ist es halt. In dem Moment, wo ich. Noch nicht im Bett, ne? Oh, ja, ich war noch nicht im Bett. In dem Moment, wo ich halt die höheren Stufen mehr verkaufen will, lohnt es sich halt dann auch vielleicht ein bisschen mehr anbieten zu können. Ich meine, das ist ja für Twitch auch sinnvoll, die höheren Stufen von Subs zu verkaufen. Wollen wir einfach 22 Uhr mit Stardew Valley aufhören und dann mit Audacious anfangen? Ne, wir wollten eigentlich schon bis 22:30 ungefähr, würde ich sagen, Stardew spielen.
Damit wir die 2 Stunden halbwegs voll kriegen. Ich muss jetzt irgendwas finden, was ich machen kann mit nur keiner Hand. Ich halte mich mal dran, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man lieber gar nichts sagen. Deswegen, da halte ich mich schon seit Jahren nicht dran. Deswegen lese ich nicht vor, was Xeli geschrieben hat. Sehr gut. Küsschen, Sebastian. Nee, kein Ding. Das, wie gesagt, mit den Chips, das dachte ich früher auch, aber das ist es halt irgendwie scheinbar nicht. Also vielleicht kommt es auch auf den Laden an, ich weiß es nicht. Geht halt so 57 Iridium-Bahnen haben wir. What the fuck? Sag mal, Lumi. Was? Wir haben ein ganz tolles Öl selber gemacht. Soll ich dich mal massieren? So vaginal? Felix braucht echt mal wieder Sex, das geht ja gar nicht. Es ist eine Felix, Frau, die nicht lange lock dich aus, geh rüber zu deinem Häschen und zieh sie aus, bitte. Viel Spaß, schönen Abend. Das ist wieder länger als 5 Minuten, dauert das heute eh nicht. Alter Schwede. Du hast damit angefangen. Nee, hab ich nicht. Schieb mir das nicht in die Schuhe. Mit der Scheiße hab ich nicht angefangen. Schön. Die Chips gehen morgen an meine Nachbarin, die mag alles, was mit Fisch zu tun hat, extrem gern. Und das ist so eine Liebe, da würdest du auch freiwillig was schenken, da bin ich mir ziemlich sicher. Also es verkommt nicht. Keine Sorge. Alter Chris, ja, du musst natürlich nochmal da voll reinkrätschen in die Lücke. Ich hätte auch nochmal was Schönes Moment gehabt, mal. Aber ich lasse es lieber. Kann Kupferband nochmal... Hä? Moment. Warum sagt er mir, wenn ich mit einem Kupferband, wenn ich keine Kohle im Inventar habe, mit einem Kupferband auf dem Ofen rechts klicke, sagt er mir, benötigt einen Kohle. Wenn ich Kohle habe, geht das nicht mehr. Hm? Nimm mal nur Kupferband in die Hand und klick damit auf den Brennofen, dann sagt er, benötigt einen Kohle. Aber wenn du Kohle im Inventar hast, passiert da nichts. Was ist das denn für ein Verarsche? Ja, du kannst ja sowieso keinen Kupferband schmelzen. Ist das ja, schon deswegen dachte ich gerade irgendwie, kannst du noch was damit machen, aber nope. Vielleicht würde ich auch lieber mal Sachen verschenken. Ich glaube, ich gehe mal durch die Stadt und verschenke Sachen. Hat umentschieden. Was verschenkst du jetzt? Keine Ahnung, irgendwas werden wir schon haben, oder? Ich habe das Orangengelee gerade gemobst, das kriegst du also nicht. Das ist mein Orangengelee. Das ist schon okay. Bandrolle will ich essen und zocken gleichzeitig, das ist scheiße. Wieso? Also bei Dota war es noch katastrophaler. Also mit chinesischem Essen, da brauchst du ja eine Gabel für das, oder ein Stäbchen, das geht halt einfach nicht so mit der Hand. Stäbchen und Gabel ist ja wohl beides nur in einer Hand. Ja, das kriegst du ja locker hin. Vielleicht kann ich das irgendwie. Ups, jetzt hab ich eh gedrückt. Vor meine Tastatur. Ich möchte es nicht über die Tastatur. Ich sau mich mit dem Zeug garantiert. Ich sehe das jetzt schon vor mir. Ja, das ist klar. Nächstes Donation Goal, neue Tastatur für Lumi, weil sie kann sonst nicht mehr spielen. Ich hab jetzt erst eine vermacht. Wir haben da ein Problem. Wir bräuchten ein neues Gattertor. Links unten ist kaputt gegangen beim. Mit der Spitzhacke draufhauen, droppen neues und einfach wieder setzen. Was? Das ist schon kaputt. Schau mit der. Hau mit der Spitzhacke drauf, da kommt eins raus und dann setzt du einfach wieder. Aber das ist wirklich ganz kaputt. Ja, hau drauf, sag mal. Lol. Hau drauf. Felix, lass dich doch nicht wenigstens nicht erwischen bei dem Scheiß. Ja. Ich verschenke jetzt Orangenwein, wenn du schon Orangen-Gelee verschenkst. Wieso kommt da Neues raus, wenn das kaputt ist? Das verstehe ich nicht. Stelle ich mir auch irgendwie lecker vor, Orangenwein. Ist es wirklich Wein und nicht irgendwie Saft oder so ein Kram? Nee, es ist Orangenwein. Ich habe gerade Orangenwein verstanden. Es schmeckt halt lecker. Canisteen Gin Wons. Ah. Tatsächlich, bei dem komischen Ding gegen Scheidenpilz, da muss ich immer an Route denken. Ja, wo seid ihr hier thematisch gelandet? Scheidenpilz. Frag Chris, der hat damit angefangen, mit Canisteen Gin Won. Ich zieh die Frage zurück. Nein, das ist echt cool. Von der Route, das Ding. Doch, Lumi, Scheidenpilz ist ganz toll. Das krabbelt so schön da unten. Scheidenpilz, ich esse hier. Das ist euch klar, ja. Wie war das letztens? Du musst dir Sachen vorstellen, hast du gesagt, wenn man dir Sachen beschreibt? Scheidenpilz. Vagisan. Wie war das? Vagisan Scheidencreme, da flutscht das immer schön? Nee, das so bei Vagisan Feuchtcreme. Vagisan Feuchtcreme. Das war davor schon geschrieben. Das ist doch South Park, oder? Nee, Vagisane gibt es wirklich.
Sauerstoff. Agisan gibt's wirklich. Oder für das Catcar-Rennen da die ganze Zeit das Zeug frisst. Genau, und beide. Und wie sich dann der Bärenmagebären und der Pombeer treffen und beide kratzen sich im Schritt. Genau. Jetzt habe ich wieder richtig Lust, Werbeparodien von Rute zu gucken. Die sind einfach top. Am besten noch, wo die das Pickup frisst und währenddessen hier eine Alien-Invasion und die Dinos kommen. Die sind immer komplett durcheinander. Was, Kira? Lena? Heute ist ein grüner Tag. Ich bin Angeln. Ich bin Angeln. Oder? Kann ich da hoch? Oh wow, war das schon mal beim Arzt oben? Was, beim Arzt oben? Der da oben? Da ist der Folterkeller oder was? Nee, da war ich noch nicht oben. Ich lass das jetzt einfach. Wir reden einfach den Rest des Streams nicht mehr. Ihr macht mal so euer Ding. Ich bin ja dafür, wir kicken Felix einfach aus dem Teamspeak und dann ist gut. Dann können wir wieder ganz normal. Letzte Woche war eine super gepflegte Unterhaltung. Die Themen waren zwar ähnlich, aber wir haben zumindest das Niveau nie verloren. Nee, ich finde, wir waren sehr niveauvoll. Oh, jetzt fühle ich mich gedemütigt. Mhm. Ich gehe erstmal Eis kaufen. Ob ich für 800.000 Gold Eis kaufen kann, bevor der Tag vorbei ist? Probier's mal aus. Mach ich gerade. Es wird schwierig, weil 100 schon nur irgendwie 30.000 kosten. Wie viel will der denn für ein Eis, sag mal? 250. Wow, das ist super. Also 100 kosten 25.000 Euro. 1,20 Euro wäre teuer. Das sind aber auch drei Kugeln, hallo? Achso, Pattern. Ben, ist mal. Ja, du hast gesagt, ich soll es ausprobieren. Nein! Du hast gesagt, ich soll es ausprobieren. Da wusste ich doch nicht, dass es so teuer ist. So, ich mir 500 Eis. Jetzt komm. Okay. Was denn Scheiß? Damit ich es kaufen kann. Hallo, Son of Hell. Ah, Sunny Sun. Hab ich genug Werbung für dich gemacht? The Sun is shining. Bei mir bist du zur Sonne, anstatt zu Son of Hell. Sonne? Nee, Son of Hell ist schon richtig. Aushilfe gesucht, Schleimjäger. 6 rote Schleim, 750 Gold. Du kannst schon mal den richtigen Namen ansprechen. Du kannst ihn nicht einfach verballhornen. Das ist aber ein Nickname. Das ist kein richtiger Name. Der Name, der nicht genannt werden darf, wurde mir nicht mitgeteilt. Man, it doesn't make me happy when sky is grey. Im Internet ist es der richtige Name. Nein, es ist auch im Internet nicht der richtige Name. Was soll das falsch mit dir? Danke für den Host. Wir sind noch bei Stardew Valley. So, wo packe ich jetzt 500 Eis hin, dass das nicht schmilzt? Ich verkaufe die einfach wieder, dann habe ich Geld vernichtet. Warst du vor einer Ewigkeit schon mal hier, oder? Mira-Knoche. 507 Eis. War das die erst bei dir waren, dann bei mir? Ja, das war die 12-Jährige. Ah, habe ich es auch wieder richtig im Kopf. Hi! Jetzt müsst ihr aber Temi Scheidenpilz lassen, gell? Nee, wir machen jetzt das Aufklärungsgespräch mit ihr. Und morgen fragt ihre Mama dann im Stream, was habt ihr gemacht? Kriegt man eine böse Nachricht. Hab ich nicht gehört, gelesen, was sie gesagt hat. Außerdem darfst du auf Twitch ja eh nur ab 14 sein. Außerdem habe ich meinen Stream ab 18 gestellt. Ja, ich glaube, das zählt in Deutschland tatsächlich nicht, diese Abfrage, als Altersbeschränkung. Muss eh bald auswandern, ne? Ja, ich weiß. Übrigens haben ein paar Juristen übrigens ist es Artikel 17 inzwischen. Ich habe da Felix letztes Mal ein bisschen zu Unrecht zurechtgewiesen. Die haben die Artikel ja rumgewurschtelt. Jedenfalls haben ein paar Juristen Artikel 17 aka Artikel 13 mit dem Zensursula-Gesetz verglichen, was einfach keine Anwendung findet, was Bullshit ist. Kein Gericht wendet das so an, wie es gedacht war oder irgendwie mal, wie es im Gesetzestext steht, weil es halt nicht realisierbar ist. Und es könnte bei dem tatsächlich genauso passieren, dass sie ein Gesetz einfach verabschieden, wo die Gerichte sagen, ne, sorry, das geht nicht. Ach so, ich war zwar gerade AFK, aber ich habe gehört, dass du mich zu Unrecht berichtigt hast. Ja, die haben beim neuen Entwurf in der EU, also es war in Deutschland, glaube ich, Artikel 13 und in der EU war es dann halt Artikel 17. Ja. Die haben das nochmal neu umnummeriert, oder so. Keine Ahnung, irgendwie so, aber... Und ich habe das übers Programm erfahren. Oh komm,
Genau, Aufklärung im, auf Twitch anstatt im Biounterricht. Vollkommen im Jahr 2019 angekommen. Wir haben ja sowieso erst nochmal am 9. die Abstimmung im Rat. Ja, der allergrößte Witz, den ich heute, ich habe es auch auf Twitter nochmal gepostet, bei Golem gelesen habe, dass eine, ich glaube, eine Datenschutzbeauftragte der SPD oder so, oder irgendwie Internetbeauftragte, die hat die ganze Zeit vor den Gefahren von dem Ding gewarnt und in der EU, ist ja öffentlich, wie du stimmst, hat sie dann dafür gestimmt. In der Abstimmung. Das ist halt vollkommen bescheuert. Ich habe da jetzt auch schon Sachen drüber gelesen, von gerade, dass die SPD hat ja auch ein Vetorecht, die könnte jetzt bei dieser Ratsabstimmung eigentlich das nochmal komplett ändern. Und die Großteil der SPD war dagegen, tatsächlich in der EU-Abstimmung. Ja, die dürfen jetzt dadurch, dass sie in der GroKo sind, hätten die eigentlich die Fähigkeiten, da aktiv was dagegen zu machen. Ja. Aber nicht. Boah, das ist leider reden, traurig. Die reden öffentlich die ganze Zeit drüber, dass sie eigentlich gar nicht so wirklich dafür sind, aber die könnten wohl irgendwie durch irgendwelche Sitze oder keine Ahnung was da tatsächlich komplett gegen intervenieren, machen es aber nicht. Tja, das also, ist halt das eigentlich Traurige. Nicht, genau, ich hab's heute mal durchgelesen und die Quintessenz ist halt eben, sie könnten, sie machen aber nicht, aber sie erzählen drüber, dass sie gerne würden und geil, dass ihnen die Hände gebunden sind. Ja, ja. Also, das ist halt echt bitter. Und sagt ihr ganz ehrlich, SPD wähle ich nicht in die Europawahl. Nie wieder SPD. Nie wieder SPD und nie wieder CDU tatsächlich. Europawahl ist ja demnächst sogar. Es ist ja eher deswegen, ich habe ja tatsächlich bei mir jetzt Werbung für Europawahl laufen. Bei Twitch. Das nicht, ich habe bei mir immer für Amazon Prime Sachen Werbung laufen tatsächlich. Nee, dafür habe ich tatsächlich keine Werbung laufen, weil ich eigentlich von Amazon gar nicht so viel halte, aber das darf ich ja nicht laut sagen hier. Die Frage ist, ich überlege gerade, ich habe ja Amazon Prime und das ist auch in meinem Twitch-Account verknüpft. Warum kriege ich dann Amazon Prime Werbung? Ist doch vollkommen egal, ich habe das Ding ja schon. Nein, ich meine, ich habe keine, ich habe privat Europawahl-Werbung laufen. Also ich habe mein Moveboard eingerichtet, dass er einmal alle halbe Stunde sagt, dass Ja, weil du für andere Werbung machen sollst, Benni. Ich denke mal, die Werbung läuft dann für andere. Ich krieg auch Amazon Prime Werbung, ja, obwohl ich es nicht abonniert habe bei dir. Wie gesagt, die haben meinen Account, die wissen, dass ich Amazon Prime hab, seit Jahren uns bezahle. Warum geben die denn noch Werbung zu Amazon Prime, wenn ich es eh schon hab? Also die gewinnen ja nichts daraus, außer dass ich die komischen Serien vielleicht gucke, aber das ist ja vollkommen irrelevant. Hast du angegeben, dass du keine personalisierte Werbung möchtest? Das könnte sein. Aber ich bekomme doch deine Amazon Prime Werbung da trotzdem noch. Oh mein Gott. Nee, du kriegst andere, also du kriegst schon Werbung für dich und nicht für mich. Aber ich krieg Amazon Prime Werbung, obwohl ich es nicht hab. Ja, boah, bei dir ist es ja auch sinnvoll, bei mir ist es halt nur nicht sinnvoll, die mir überhaupt zu geben. Das war eine Pepperoni, Leute. Ich hab Netflix, da ist jetzt seit neuestem Manda wieder drauf. Wieso wieder? Das war doch noch nie drauf, oder? Bin ich blöd. Das war noch nie drauf, ne. Ja. Ist wieder drauf. Gut. Ja. Ich sag ja auch nicht, dass die SPD im Allgemeinen scheiße ist, sondern ein Dreier mit dir und Sebastian. Wollen wir einen Vierer draus machen? Aber das wollte ich schon immer mal haben. Cool. Sebastian. Gucken wir mal, ob das geht. Zu dritt in einem Bett schlafen, das wäre dann ein Vierer. Oh yeah. Komm bei, ich guck nur zu, ich bin der Kameramann. Für dich ist auch noch Platz. Ich führe nur die Kamera, ich bin meiner Freundin treu oder meiner Frau. Also die Peperoni, auf die ich gerade gebissen habe, die war scharf. Die Peperoni sind tatsächlich relativ scharf, also die Salami-Peperoni. In dem Kontext mit vier Männern auf die Peperoni gebissen, das ist echt hart.